Schönen guten Nachmittag, willkommen alle. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es jetzt auch für das Impresso-Projekt Ihnen und euch vorzustellen, was wir gemacht haben, tatsächlich seit 2017 und was wir in den nächsten Jahren noch machen werden. Und ich werde für diesen Vortrag ein bisschen mit Zeitlichkeiten spielen. Wir springen als erstes zurück und sprechen ein bisschen über Impresso 2. Dann springen wir nach vorne in die Zukunft und ich werde ein bisschen sagen, was wir mit Impresso 2 tun wollen, auch jenseits der Integration von Radioquellen. Dann springen wir wieder ein bisschen nach hinten und sprechen über ein paar kleine Projekte, die zwischen den beiden Impresso-Projekten stattgefunden haben. Und dann springen wir wieder in die Zukunft und dann werde ich ein bisschen davon berichten, was im Oktober, Ende Oktober geschehen wird als nächstes. Zunächst aber Zeitungen, Thorsten hat es eben schon gesagt, sind sehr populär in den digitalen Geisteswissenschaften und in diesem Rahmen kann ich mich sehr kurz fassen. Wir wissen, Zeitungen sind unglaublich spannend, um vergangene Wissenshorizonte zu rekonstruieren, um soziale Normen zu eruieren, um beispielsweise vergangene Wirtschaftsmärkte zu rekonstruieren, zu wissen, wo auf welchem Platz wurde Heu verkauft, wo waren die Schuhmacher in welcher Straße angesiedelt. Wie wird eine Hochzeitsanzeige formuliert? Wie sucht man nach zukünftigen Ehepartnern und so weiter? Wir haben gleichzeitig aber auch Zeitungen, die natürlich prägen wollen, ihre Leser und Leserinnen entlang von politischen oder religiösen Überzeugungen ihrer Herausgeber, die gleichzeitig aber auch einen Einblick geben in vergangene Wissenshorizonte. Was konnte jemand im Jahr 1800 Wissen über seine Welt, was musste dieser Person erklärt werden, was konnte man voraussetzen als Wissenshorizont dort. Und gleichzeitig verändern sich historische Zeitungen natürlich auch im Zeitverlauf. Als historische Medien unterliegen sie im gesellschaftlichen und einem technologischen Wandel. All das zur Rahmung der Zeitung. Aber wenn wir uns ein paar Beispiele von Zeitungsbäckern anschauen, sehen wir sofort die Fülle von unterschiedlichen Inhalten, die dort repräsentiert sind. Wir sehen diese Zeichnungen auf der linken Seite, wir sehen Fotos, wir sehen Datenvisualisierung unten am Boden. Wieder ein Blick auf die Reichhaltigkeit von Inhalten, Blick auf Editorials, also Editorial Content, der journalistisch produziert wurde. Daneben dann Werbung oder kleine Anzeigen. Wir haben Inhalte, die über Presseagenturen weltweit gestreut wurden und in den jeweiligen einzelnen Zeitungen dann adaptiert, angepasst wurden für die jeweiligen Leserschaften. Wir haben es also zu tun mit einem Medium, was gleichzeitig geprägt ist durch eine Lokalität und andererseits durch eine Internationalität, um nicht gleich Globalität zu sagen, da sind wir vorsichtig für unseren Bereich, aber es ist wirklich ein sehr spannendes Geflecht von Informationsflüssen auf unterschiedlichsten Ebenen, denen wir uns hier annähern. Gleichzeitig, so spannend sie auch sind, es ist nicht alles perfekt im Land der digitalisierten historischen Zeitungssammlung. Was wir hier sehen, ist ein Chart aus einem Report produziert vom Center for Research Libraries aus dem Jahr 2015, der uns nichts anderes zeigt als die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Wir wissen, nur ein kleiner Teil aller jemals publizierten historischen Zeitungen wurde jemals archiviert, davon wurde ein kleinerer Teil jemals digitalisiert, davon ist ein kleinerer Teil verfügbar für die Forschung und davon ein kleinerer Teil war verfügbar für das Impresso-Projekt. Wir sehen diesen Longtail, was das 17. Jahrhundert angeht und diesen Spike, diesen Ausschlag nach oben. Für die Jahre der Besatzungszeit, die insbesondere für die Niederlande sehr wichtig waren. Dort wurde sehr auch politisch motiviert investiert in Digitalisierung von Zeitungsbeständen. Und wir sehen dann Richtung Kriegsende diesen dramatischen Einbruch von verfügbaren Materialien. An dieser Stelle schlägt die Copyright-Keule zu und die für die Zeithistoriker spannendsten Materialien bleiben sehr oft und leider hinter Verschluss. Wir haben es also kurzum gesagt, mit Sammlungen zu tun, die weit jenseits aller Ansprüche oder einfachen Ansprüche von Repräsentativität bleiben müssen. Das ist eine Realität, mit der wir arbeiten. Wenn wir es zusammenfassen, was uns alles an Herausforderungen bevorsteht in dieser Arbeit, haben wir es zum einen zu tun
mit Sammlungen, die in institutionellen Silos gehalten werden. Wir haben es zu tun mit Nationalbibliotheken oder Bibliotheken auf Länderebenen, die ganz besondere Aufgabenstellung haben, und das ist eben ihre Bestände nach Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, anzureichern und so weiter. Aber diese Aufgabenstellung dieser Institutionen, diese Mission Statements, sehen in aller Regel nicht vor, vernetzt eure Sammlungen nach Möglichkeit mit anderen Beständen, geht Partnerschaften ein mit anderen Institutionen. Das ist wirklich, wir sehen das auch in anderen Projekten, immer mit Kopfschmerzen verbunden und sehr schnell auch mit institutionellen Grenzen, die sich da auftun. Zweitens haben wir es zu tun, und entschuldigt, dass es hier teilweise auf Englisch ist. Ich konnte nur keine schöne, kurze, deutschsprachige Formulierung für Big and Messy Data finden. Darum habe ich es hier prägnant gelassen, aber wir haben es mit Datensätzen zu tun, die sehr schnell die Grenzen eines persönlichen Forscher-Laptops übersteigen, die theoretisch nach Standards generiert wurden, digitalisiert wurden. OLIV oder Metz-Alto sind die bekanntesten Standards, die es hier gibt. Alles XML-Standards, theoretisch ist alles wunderbar. In der Praxis sehen wir aber, dass Bibliotheken ihre eigenen Dialekte für diese Standards einführen oder aber, dass andere Probleme mit der Kohärenz dieser Daten auftreten. Also zum einen riesengroße Datenmengen im Terabyte-Bereich, sehr schnell, und gleichzeitig Variabilität innerhalb der Standards. Drittens, ich bin mir sicher, dass wir sehr wenig über das Thema OCR reden müssen, weil wir alle enge Erfahrungen damit haben und wissen, wie frustrierend und wie nervig es sein kann. Aber es ist tatsächlich eine Realität, dass wir es mit Daten zu tun haben, in sehr unterschiedlichen Qualitäten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten digitalisiert wurden. Wir haben in den letzten Jahren dramatische Fortschritte in der OCR-Qualität gesehen. Aber eben nicht alle Bibliotheken sind in der Lage oder willens, ihre Altbestände auf das jetzige Niveau anzuheben. Das heißt, wir haben aus Informatik-Sicht ein gelöstes Problem, OCR, aus der praktischen Ebene ein großes Problem mit Variabilität bis heute. Und Herausforderung Nummer vier, die Visualisierung und Exploration. Was machen wir tatsächlich mit diesen Terabytes von Daten? Wie finden wir relevante Inhalte? Wie erkennen wir Muster? Und das verschärft sich natürlich, wenn wir ein Projekt haben wie Impresso, aber es gab auch diverse parallel laufende Projekte, die diese Daten zusätzlich angereichert haben. Was machen wir mit diesen Daten? Die bestehenden Interfaces, die wir kennen, sind nicht in der Lage, semantisch angereicherte Zeitungsdaten adäquat durchforschbar zu machen. Wir müssen also neue und eigene Wege finden, mit diesem Material umzugehen. Und fünftens und letztens, Anbetracht all dieser Herausforderungen, wie können wir noch sinnvolle, produktive, hochqualitative historische Forschung mit diesem Material machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche Grenzen müssen wir berücksichtigen? Und was wollen wir eigentlich als Historiker und Historikerinnen? Sehr kurz, wir sind Teil einer sehr größeren Welle, die seit einigen Jahren rollt in der Bibliothekslandschaft, oft zusammengefasst unter dem Schlagwort Collections as Data. Wir haben es hier mit Institutionen zu tun, die sich verpflichten und verpflichtet fühlen, ihre Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung zu stellen. Wir sind sehr froh und sehr dankbar, immer mit der Nationalbibliothek Luxemburg zusammenzuarbeiten, jetzt eine der ersten so ein Datenportal aufgebaut haben. Das heißt, sie geben Zugriff auf ihre Daten hier in diesen schönen Starter-Packs, wenn man erstmal schnüffeln möchte, dann das Developer-Pack und dann das Sample-Pack, aber eben auch noch sehr viel mehr Daten nach Verfügbarkeit. Das heißt, die sind wirklich darauf aufgestellt und darauf eingestellt, maschinenlesbare Versionen beispielsweise ihrer Zeitung der Forschungscommunity zur Verfügung zu stellen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie da auch wirklich sehr offen sind und im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ausloten, was Sie rechtlich auch tun können. Das zweite Beispiel kennen bestimmt einige schon, ist die Glam Workbench, ins Leben gerufen von Tim Sherratt in Australien. Es ist eine wunderbare Webseite, die besteht aus interaktiven Jupyter Notebooks, um die APIs von australischen Cultural Heritage Institutionen aufzurufen, dort Daten zu extrahieren. Und wo es keine API gibt, hat Tim Sherratt einfach einen Scraper gebaut für die jeweiligen Institutionen. Ist eine wunderbare Ein-Mann-Pass-Initiative. Und wenn Sie es noch nicht kennen, es lohnt sich sehr, sich das mal anzuschauen. Parallel, ja, es gibt begleitende Publikationen, begleitende Repositorien von diesen interaktiven Notebooks.
um auf API-Ebene mit diesen Sammlungen umzugehen. Hier ein Blick auf die parallel laufenden Projekte zu Impresso 1. Wir haben leider nicht die Zeit, ins Detail zu gehen, aber wenn Sie das Thema halbwegs interessiert, schauen Sie sich die Projekte an. Alle haben mit Zeitungen gearbeitet in der einen oder anderen Art und Weise, aber die unterschiedlichen Zugänge und die unterschiedlichen Ansätze, wie Informatiker und Geisteswissenschaftler mit diesem Zeitungskorpus gearbeitet haben, sind ganz spannend zu sehen im Vergleich tatsächlich. Jetzt ein paar Worte über Impresso, Media Monitoring of the Past. Und wie Sie vielleicht wissen, in Impresso arbeiten zusammen Computerlinguisten, Historiker und Historikerinnen, ein Team von Designern, die sich finden können in einer Frage, die Sie hier auf dieser Folie sehen, und zwar inwieweit dienen semantische Anreicherungen der Analyse und Exploration historischer Zeitungen. Diese Frage wird natürlich für jede Disziplin anders beantwortet. Und wir werden jetzt in den nächsten Schritten ein paar Antworten finden darauf. Es ist extrem wichtig zu betonen, dass ich das Impresso-Projekt vorstelle hier, dass die Realisierung des Projekts aber abhängt wirklich von dieser Gruppe von Wissenschaftlern aus dem Bereich NLP, und Digital Humanities, Design, Engineering, Visualisierung und eben Historikern und Digitalhistorikern. Und das Projekt, was wir uns jetzt näher anschauen, ist wirklich das Ergebnis von einem Team, was sich auf Augenhöhe begegnet hat und im produktiven Austausch miteinander gearbeitet hat. Ziele und Forschungsfragen, was wollten wir tun? Zum einen, wie können wir bestehende NLP-Werkzeuge an die Komplexität von historischen Texten anpassen? Wir haben die Herausforderungen eben gesehen. Wie können wir die Performance, die sehr gute Performance von NLP-Tools auch optimieren für die Widrigkeiten historischer Texte? Zweitens, wie erforschen wir diese extrem komplexen und großen Datenbestände? Und wie wirken wir zurück in die historische Forschungscommunity? Was, wie gesagt, am Anfang schon, was müssen wir anders machen? Welche neuen Möglichkeiten haben wir? Wo müssen wir Grenzen ziehen? Sehr praktisch haben wir Datenmaterial von den Nationalbibliotheken Luxemburg und der Schweiz bekommen. Dazu die Neue Zürcher Zeitung, Le Temps in Lausanne und einige weitere regionale Partner. Wir haben diese Daten ganz simpel auf Festplatten erhalten. Die sind dann bei den Kollegen an der EPFL in der Schweiz zunächst in ein eigenes Impresso, das intern genannte Canonical File Format, übertragen worden, dann angereichert worden. Und wir haben hier parallel in Luxemburg angefangen, ein Interface zu entwickeln, was diesen neuen Möglichkeiten und Herausforderungen des Datenmaterials gerecht werden sollte und gleichzeitig eine explorative Forschung mit dem Material ermöglichen sollte. Insgesamt haben wir diese lange Liste von semantischen Anreicherungen generiert im Rahmen des Projekts. Und wir werden das jetzt nicht im Einzelnen durchkauen. Wichtig ist mir zu sagen, dass wir auf Historikerseite zunächst nicht immer genau wussten, wofür diese Anreicherungen tatsächlich gut sein würden. Das heißt, ein paar Sachen sind offensichtlich, wie zum Beispiel Text Use Detection. Aber was genau wir jetzt mit Word Embeddings anfangen sollten, war nicht offensichtlich. Und da, das war für mich so der spannendste Bereich im Projekt, wirklich sich die Rohdaten anzuschauen, zu merken, wo sind Ergebnisse trivial, aber wo sind auch spannende Nutzungsmöglichkeiten in diesen neuen Daten sichtbar. Wesentliches Problem von Projekten wie unseren ist es zu vermeiden, ein gewisses Overfitting. Wir waren hier eine Historikerin, Estelle Bineau, und ich im Projekt. Ein Risiko, was wir auf jeden Fall gesehen und vermeiden haben wollten, war ein Overfitting zu machen, dass wir wirklich nur unsere persönlichen Forschungsvorlieben und Fallstudien unterstützen mit diesem Interface. Und darum haben wir sehr viel Zeit und Energie investiert in Workshops mit Nutzerinnen und Nutzer hier vor Ort in Luxemburg, aber auch europaweit. Haben sehr viel geredet, haben sehr viel gesprochen über Erwartungen an solches Interface, an Probleme, die bekannt sind aus den bestehenden Interfaces und einfach mal gesammelt, was wir so in Wünschen und Anregungen mitbekommen haben. Das hat zum Beispiel die Form genommen dieser Fallstudien, wo wir einfach Mini-Forschungsprojekte formuliert haben auf Basis natürlich real stattfindender Forschung und einfach formuliert haben, wo könnten uns diese semantischen Anreicherungen
tatsächlich weiterhelfen. Wir haben dann viel gearbeitet mit diesen Wireframes und Mockups, die wir dann wieder in Workshops zurückgegeben haben. Und Sie sehen hier, unsere Nutzerinnen und Nutzer haben annotiert und korrigiert und neue Vorschläge gemacht und vor allem kritisiert. Und so ist in so einem iterativen Prozess tatsächlich das Interface entstanden, was wir heute sehen können. Und wir haben gesprochen über Akteure und Interdisziplinarität und Interaktion. Und die Word Embeddings, die ich eben schon angesprochen habe, sind ein sehr schönes Beispiel dafür, nach meiner Meinung. Ich habe schon gesagt, wir selbst auf Historikerseite wussten nicht genau, was wir damit machen sollten. Aber was wir immer wieder gehört haben von Workshops, war OCR. Das war, ich erinnere mich noch im ersten Workshop, das lautstärkste Complaint, die Beschwerde war, macht was mit OCR. Dann haben wir gehört, Stichwörter allein reichen nicht, um das zu finden, was wir suchen. Wir sind natürlich in einem Modus, wo wir die Stichwörter benutzen, die wir kennen. Das allein war die Erfahrung, aber reicht nicht. Und wir haben Probleme, wenn wir Variablen, Synonyme, Stichwörter benutzen, erhalten wir leicht unterschiedliche Ergebnisse und sind verwirrt. Was ist jetzt das Beste? Wie können wir hier besser arbeiten? Auf der anderen Seite hatten wir den Push auf Seiten der Kollegen in Zürich in diesem Fall, die unbedingt was mit Word Embeddings machen wollten, mit dem leicht provokativen Anspruch, jetzt historische Forschung mal richtig zu machen, nämlich datengetrieben und statistisch. Und dann gab es den Vorschlag von Seiten des Design-Teams, wir wollen keine separate Advanced Search, sondern wirklich ein Search-Interface, ein Suchinterface haben, was beides integriert, die normale Stichwortsuche und die erweiterte Suche in einem. Und was dann passiert ist, sind wirklich ein paar Schleifen iterativen Arbeitens. Und das Ergebnis ist eine kleine Komponente, die wir hier im Screenshot sehen, die ganz erstaunliche Dinge vollbringt für uns. Sie sehen im linken Beispiel, ich hoffe, man kann es lesen für Sie, ein Input-Wort, das ist Atom. Und wir bekommen hier wunderbare Vorschläge für semantische Nachbarn, Nuklear, Plutonium, Wasserstoffbomben. All das macht aus der Perspektive des historischen Zeitungskorpus, auf den diese Word Embeddings generiert wurden, total Sinn. Wir haben einen eleganten Weg, um unsere neue Stichwörter zu generieren und zu finden. Parallel im zweiten, das Fahrrad und das Velo ist ein sehr offensichtliches Beispiel für ein Projekt, das mit Schweizer Quellen arbeitet. Aber Sie sehen auch andere Synonyme wie das Stahlross hier oder Zweirad, Leichtmotorrad, alles verwandte Begriffe. Das war also ganz spannend zu sehen. Und der dritte Aspekt ist vielleicht der am häufigsten genutzte bei uns. Und das sind natürlich OCR-Fehler, die in der Logik von Word Embeddings natürlich total Sinn machen, dass sie einen sehr hohen Score haben, dass sie natürlich in derselben Nachbarschaft positioniert sind, wie unser Startstichwort Nuklear in diesem Fall. Aber wenn wir diese OCR-Schreibfehler und Varianten kombinieren in eine Oder-Suche, haben wir einen wunderbaren Weg, mit diesem OCR-Problem umzugehen. Wir lösen es nicht, dafür haben wir nicht die Kapazität, aber wir haben einen effektiven Workaround, um wirklich erfolgreiche Ergebnisse zu finden. Diesen Fluss von Nutzungsideen auf Historikerseite, auf Designerseite und auf NLP-Seite, der sich wechselseitig befruchtet und inspiriert, haben wir versucht, für das Interface systematisch nochmal zu rekonstruieren in Form dieser Tabellen, die publiziert wurden in einem Artikel, der leider erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Er hat auf sich warten lassen, aber wir sind sehr froh, dass er jetzt verfügbar ist. Diesen Artikel beschreiben wir nochmal im Detail die theoretischen Hintergründe des Projekts, wie wir zusammengearbeitet haben und wie das Interface produktiv in unseren Augen zumindest nutzbar ist. Jetzt nehme ich mir Zeit für eine kleine Demo. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder das Interface schon mal gesehen hat, aber wir machen das schnell und schmerzfrei. Wichtig zu sagen ist,
als jemand, der in der Wissenschaft tätig ist und an einer Uni arbeitet, in einer Forschungsinstitution, können wir freien Zugang geben auf das Interface. Dazu registrieren Sie sich einfach auf unserer Seite, schicken uns ein NDA, in dem Sie versprechen, dass Sie nicht alles runterladen und neu publizieren. Und dann geht das innerhalb kürzester Zeit. Ich fange an mit einer Stichwortsuche für Atomkraft. Und Sie sehen hier, als erstes öffnet sich der Korpus nach dem Prinzip der Generosity. Wir bekommen unterschiedliche Suchvorschläge, ob wir nur in Artikeln suchen wollen, ob wir in Artikelinhalten suchen wollen. Wir bekommen Vorschläge für benannte Entitäten, für Sammlungen von Artikeln, die ich hier schon mal angelegt habe in der Vergangenheit. Entscheiden uns aber für die simple Stichwortsuche. Und jetzt sehr schnell spielen mit den Word-Embeddings, die wir eben in Screenshots gesehen haben. Ich wähle hier nochmal sehr schnell ein paar Beispiele aus. Und Sie sehen, wir waren eben bei 1400 Artikeln, jetzt sind wir bei 5000. Würde ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen für diese Aufgabe, würde das Ergebnis entsprechend weiter wachsen. Also wir haben es wirklich sehr mächtigen, interessanten Weg über diese Word-Embeddings die unterschiedlichen Dimensionen von Wortnachbarschaften zu erforschen, aber auch dadurch zu navigieren und Ergebnisse auszuwählen, die für unsere jeweiligen Forschungsinteressen relevant sind. Zweites Beispiel, was ich noch schnell zeigen möchte, sind die Ngrams. Viele von Ihnen werden den Google Ngram Viewer sehen. Das ist im Grunde hier dasselbe mit dem Unterschied, dass wir auf unserem Korpus basiert und dass wir diverse Möglichkeiten haben, diesen Korpus zu filtern, zu präzisieren. Wir können beispielsweise nach Sprachen filtern, Zeitungstiteln, wie sehr häufig, aber eben auch nach Topics. Sie sehen hier dieses erste Thema, weiß ich aus Erfahrung, spricht den Ingenieursbereich in den Zeitungen an, alles was mit Popular Science und Ingenieurswissenschaften zu tun hat, wird hier abgebildet. Wir sehen aber auch beispielsweise dieses Thema hier, das verweist auf internationale Politik. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, hier effektiv semantische Filter zu setzen und beispielsweise uns auf diesen Ingenieursfokus zu legen oder den politischen Fokus. In anderen Rahmen könnten wir Medien auswählen oder aber Sport oder Kriegsberichterstattung oder Ähnliches. Also wir haben mit diesen Topics ein nicht perfektes, aber doch sehr mächtiges Werkzeug, um unterschiedliche Lenses auf Englisch Filter, ja, nehmen wir Filter auf unsere Ergebnisse zu legen. Was wir hier sehen, sind zwei auf den ersten Blick synonyme Begriffe, Atomkraft und Kernkraft. Es gibt ja diesen Mythos, dass die Gegner von Atomkraft sprechen und die Befürworter von Kernkraft. Wir können aber einen weiteren Energiebegriff einwählen, das ist die Atomenergie. Wir sehen sofort, wie sich die Proportionen verschieben, dass also der Begriff der Atomenergie sehr viel präsenter war in unserem Zeitungskorpus, als zum Beispiel ich es zu Anfang erwartet hätte und wie sich das natürlich auch im Zeitverlauf ändert. Und wie gesagt, wir könnten diese Abfrage weiter präzisieren. Beispielsweise auf Ebene Sprachen, einzelner Zeitung und so weiter. Das heißt, wir sind sehr viel transparenter, als es der Google Ngram Viewer ist. Wir sehen, in welchem Bezug wir diese Muster erkennen können. Wichtig für uns auch war darauf hinzuweisen, dass unser Korpus nicht perfekt ist, dass er das berühmte, in der Spitze des Eisbergs abbildet. Sie sehen hier in Rot hervorgehoben Inhalte, die im Bibliotheksbestand sind, die es aber nicht in den Pressekorpus geschafft haben, meistens aufgrund von rechtlichen Hürden. Aber das war ein erstes Anliegen. Und zweitens war es uns ein Anliegen, die Publikationslaufzeiten der Titel auch abzubilden. Sie sehen hier sehr viele Zeitungstitel. Wir haben insgesamt 81 im momentanen Korpus, die aber eine minimale Laufzeit haben. Das heißt, die eher beeindruckende Zahl von 86 können wir relativieren, indem wir wirklich ein bisschen Erwartungsmanagement machen können. Was können wir für einen gewissen Zeitraum tatsächlich finden in unserem Korpus. Ebenso möchte ich Ihnen sehr schnell zeigen unseren Vergleichsviewer Inspect & Compare, der nichts anderes tut. Wir machen das jetzt sehr quick and dirty.
als zwei Suchabfragen nebeneinander zu stellen, parallel abrufbar zu machen. Wir sehen die Verteilung der Ergebnisse in den unterschiedlichen Zeitungen hier. Das ist die Atomkraft und Windenergie auf die Schnelle ausgewählt. Wir haben natürlich alle zusätzlichen Filter und wir können, sehr wichtig, mit Collections arbeiten. Das sind Sets von Artikeln, die wir als Nutzer und Nutzerinnen generieren, die auch sehr groß sein können. Die sind nicht nur handverlesen. Die größte Sammlung, die ich habe, hat ungefähr 1 Million Artikel, die wir hier auswählen können als Forschungssubkorpus, der dann auch exportiert werden kann für die weitere Analyse außerhalb des Interfaces. Schauen wir aber mal runter und schauen uns die Verteilung an. Die Häufigkeiten in der Schweiz und Luxemburg hier im Vergleich. Sprachverteilung ist recht offensichtlich in diesem Kontext. Artikeltypenverteilung und hier wieder die Themen. Ich blicke vorsichtig auf die Zeit und springe weiter zu Text-to-Use. Das ist die jüngste Komponente, die wir im Interface haben. Wir haben die Daten schon eine ganze Weile, aber waren nicht so ganz zufrieden mit dem ersten Text-to-Use Explorer. Also im Frühjahr des Jahres wurde diese Variante jetzt veröffentlicht. Und Text-to-Use ist wunderbar. Wir finden unterschiedlichste Arten und Dimensionen von nachgenutzten Texten. Das reicht von Werbekampagnen, die wir rekonstruieren können, aber auch, wenn wir uns die Extreme anschauen, Sie können es vielleicht schon mal überlegen, welche Textart mit dem längsten Abstand in Tagen voneinander publiziert wurde. Wir sind jetzt hier bei 64.000 Tagen bis 73.000 Tagen Abstand. Was das wohl sein könnte, welche Texte über solche langen Zeiträume publiziert werden. Bitte noch mal hier. Den Lexical Oversetzer, also die Übereinstimmung der Tokens zwischen den Text-to-Use Passages. Und Sie sehen hier, müssen noch mal anpassen. Ich habe tatsächlich einen der seltenen Demo-Effekte, das passiert mir nicht sehr oft. Normalerweise, was wir hier sehen, sind tatsächlich Bibelzitate, wenn Sie daran gedacht haben, und Zitate aus den Verfassungen der Schweiz und Luxemburgs. Ich weiß nicht genau, warum es jetzt nicht geklappt hat, aber das ist ja das erwartete Ergebnis bei diesen Übungen. Wir können also über sehr lange Zeiträume hinweg diese sehr kanonischen Texte, die über lange Zeit ihre Bedeutung gehalten haben, finden. Aber wir können eben tatsächlich auch PR-Kampagnen, die über wenige Monate oder wenige Wochen hinweg gelaufen sind, filtern. Und was dieses Interface anders macht als andere, die Sie vielleicht gesehen haben, ist tatsächlich die Integration dieser semantischen Anreichungs-Layer, die wir generiert haben. Wir können eben nur in Werbung schauen oder aber Topics als Filter nehmen oder halt innerhalb eines Subkorpus, innerhalb einer Collection nach Text-to-Use-Instanzen suchen. Das macht es sehr spannend für uns. Ich springe zurück zu meinen Folien. Einfach weil mir sonst die Zeit davonläuft. Für wen ist das gemacht? Impresso wurde gebaut für ganz normale Historiker und Historikerinnen, die nicht explizit digital sind, die aber neugierig sind, sich auch mit einem komplexen Interface auseinanderzusetzen, die neugierig sind, sich mit NLP und den semantischen Anreicherungen, deren Implikationen auseinanderzusetzen. Wir sind also nicht Google, sehr explizit nicht. Sie haben das Interface eben gesehen. Es ist komplex, es bietet sehr viele Möglichkeiten. Einen Bruchteil haben wir eben gesehen. Aber ich bin natürlich hochgradig subjektiv, was diese Frage angeht. Es lohnt sich, die Vielzahl von Möglichkeiten und unterschiedlichen Perspektiven auszuloten, die damit möglich sind und einfach andere Blicke, andere Perspektiven auf die Zeitungsdaten zu generieren. Was wir tun wollen, und das ist, glaube ich, in diesem Rahmen weniger wichtig zu betonen, als es in mehr technischen, für technische Publikum zu betonen ist. Wir wollen keine Antwortmaschine bauen. Was wichtig ist, ist, wie gesagt, diese neuen Perspektiven auf das Quellenmaterial, kleine Einblicke, Einsichten zu generieren, die zu weiteren Forschungsfragen führen, die uns im explorativen Forschungsprozess weiterführen. Sie alle kennen die Geschichte von
Krösus und dem Orakel von Delphi. Der Krösus, der die Antwort des Orakels erhalten hat, wenn er zu Kriege zieht, wird er ein großes Reich zerstören. Wir haben natürlich wie alle Anwendungen dieser Art ein Problem mit Confirmation Bias. Wir müssen uns sehr genau hinterfragen, welche Frage wir an dieses Interface stellen und welche Frage dann auch entsprechend beantwortet wird. Und die Herausforderung für uns dabei war, wir kommen gerade aus einem Call, wo es um die Didaktik in der digitalen Geschichte ging. Aber genau, was müssen wir wissen, um angemessene Fragen zu stellen und die Ergebnisse interpretieren zu können? Die Antwort kann nicht sein, wir müssen alles wissen. Wir werden nicht die Feineinstellung des Solar Indexes für die Suchmaschine von Impresso jemals verstehen und wir werden es wahrscheinlich auch nicht müssen. Aber wo diese Grenze liegt des Verstehens, des technischen Verständnisses, das ist nach wie vor eine offene Frage, die ich eine sehr spannende Frage für unsere Disziplin finde. Und innerhalb von Impresso haben wir uns Mühe gegeben, eine Antwort zu geben, die aber explizit zur Diskussion steht. Und ja, hier nochmal die Betonung, all das, was ich gerade sage, gilt natürlich nicht nur für Impresso, sondern für die digitalen Geisteswissenschaften im Allgemeinen. Es ist schade, dass wir uns nicht vor Ort sehen. Wir müssen dieses Experiment jetzt deswegen nur im Geiste stattfinden lassen. Was wir hier sehen, ist nochmal der Engram-Viewer von Impresso mit zwei Stichwörtern, das ist einmal Grève, das französische Wort für Streik, und einmal dem deutschen Wort Streik. Und wir sehen in Grève die den Blau, die Verteilung für Grève, in Orange, die Verteilung für Streik. Und ich möchte Sie jetzt einladen, einen kleinen Moment zu überlegen, Theorien zu bilden, wie wir diese beiden unterschiedlichen Verteilungen erklären könnten. Wir machen mal weiter. Ich hoffe, die ersten Gedanken und Ideen sind geprägt. Und was relativ regelmäßig passiert, ist, dass die Gedanken so in Richtung deutscher Arbeitsmoral und französischer Revolutionsmoral sich entwickeln. Das ist so, vielleicht die Leute, die ich auf dem Screen sehe können, wenn das bei Ihnen der Fall war, könnten Sie kurz die Hand heben. Ich sehe nun, wer die Hand hebt. Ich interpretiere das als sehr gutes Zeichen. Ich möchte Sie erinnern, wir haben es mit einem Korpus von luxemburgischen und französischen und schweizerischen Quellen zu tun. Also diesen großen Spike, den wir hier sehen, ist tatsächlich der erste und einzige Schweizer Generalstreik. Aber ich nehme das nur als Beispiel, um es zu erinnern, wie schnell wir auch dabei sind und wie verlockend es ist, unsere bestehenden Muster in diese Datenvisualisierung, in diese Outputs, wie sie auch Impresso liefert, rein zu projizieren und selbst nicht frei von diesem Confirmation Bias zu sein. Ein zweites schnelles Beispiel ist Inspect and Compare. Wir haben hier zwei Suchabfragen nach dem Wort Bikini, einmal gefiltert nach deutschsprachigen Inhalten, einmal nach französischsprachigen Inhalten. Wir sehen hier diesen ersten Spike in den 1940er Jahren. Das ist ein Atombombentest auf dem Bikini-Atoll, soweit so gut. Dann haben wir aber ein unerklärliches Interesse oder eine unerklärliche Frequenz für das Wort Bikini im französischsprachigen Inhalt des Impresso-Korpus. Wir haben leider nicht so viel Zeit, um dieses Spiel weiterzuspielen. Aber ich möchte Sie einladen, jetzt mal auf die Topic-Verteilung zu gucken. Für den französischen Bereich haben wir dieses Topic Musik, Konzert, Piano, Orchester, Programm. Sehr unterschiedlich zu den deutschen Ergebnissen, die wiederum auf dieses internationale Politikthema verweisen. Und um das Ganze aufzulösen, in den frühen 1990er Jahren wurde in dem kleinen Örtchen La Chaux-de-Fonds der Bikini Club geöffnet, was die regionale Sensation für Konzert- und Disco-Besuche war, der natürlich sich nicht im deutschsprachigen, schweizerischen Inhalt oder im luxemburgischen niedergeschlagen hat, der aber noch eine weitere Facette des Bias in unserem Korpus aufzeigt, und das ist natürlich auch der auf regionale Zeitungsbestände. Das heißt, dieser regionale Bias sorgt dafür, dass wir den Eindruck gewinnen könnten, französisch lesende Zeitungsleser hätten ein größeres Interesse an Bikinis in den 1990er als deutschsprachigen.
Eine Folie, die ich sehr regelmäßig zeige, ist diese. Wir haben es zum einen zu tun mit sehr schön designten und gut aussehenden Datenvisualisierungen im Impresso. Und ich traue mich, das zu sagen, weil ich sie nicht selbst generiert habe. Das war mein Kollege Daniele Guido, die, wie wir eben gesehen haben, sehr verlockend sind, unsere eigenen Ideen dort rein zu projizieren. Aber sie sind eben nicht perfekt. Sie sind voraussetzungsreich. Wir müssen die Methoden verstehen, wir müssen die Daten verstehen, mit denen diese generiert wurden. Auf der anderen Seite haben wir es mit sehr viel Imperfektion zu tun, im Interface. Wir haben uns ein paar Beispiele angesehen, es gibt noch mehr. Der Umkehrschluss ist aber nicht das Los, weil wir Imperfektion wahrnehmen, dass diese Daten und Erkenntnisse, die wir aus der gewinnen können, gleichzeitig nutzlos und sinnlos und wertlos sind. Und das ist so, sind so zwei Pole, zwischen denen wir uns in der Gestaltung und dem Design dieses Interfaces kontinuierlich bewegt haben. Ich werde jetzt sehr viel schneller gehen. Ein Überblick über didaktische Materialien, die wir im Rahmen des Projektes generiert haben. Das ist zum einen an Studenten und Studierende gerichtet, von Shelf to the Web. Fortgeschrittene Wissenschaftlerinnen gerichtet, die Parthenos Tutorial. Dann begleitend der Impresso-Blog, wo wir insbesondere über die semantischen Anreicherungen geschrieben haben, dokumentiert haben. Welche Entscheidungen haben wir getroffen? Welche Modelle haben wir genutzt? Welche Tools haben wir genutzt, um auch dort für eine gewisse Transparenz zu sorgen? Und dann im Interface, Sie haben es vielleicht gesehen, gibt es diese Information-Buttons, die zum ersten eine sehr komprimierte Einblick geben, in was sich hinter einer gewissen Komponente verbirgt. Und dann mit einem weiteren Klick zu diesen FAQs führen, wo im Detail etwas mehr beschrieben wird, was hier eigentlich gerade passiert und was wir gerade sehen. Dazu inspiriert von diesen Handouts, die man bekommt, wenn man einen neuen Router sich bestellt hat, die Impresso Challenges, die Schritt für Schritt durch mehr fortgeschrittene Nutzungsformen von Impresso durchführen. Sehr, sehr schnell. Müssen wir mal auf die Zeit gucken. Impresso 2. Wir springen also jetzt zurück in den September 2023, als dieses Projekt gestartet hat. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, die große neue Herausforderung für Impresso 2 ist es, in das bestehende Korpus von Zeitungsquellen zum einen Radioquellen mit reinzunehmen. Das bedeutet Audioquellen, aber auch Speech-to-Text-Output, also automatisch generierter Text auf Basis von historischem Audio. Dazu kommen aber auch sowas wie Programminformationen, die Manuskripte, die Sprecher und Sprecherinnen in der Hand hatten, die digitalisiert wurden. Also eine ganz große Bandbreite unterschiedlicher historischer Quellen, die wir nach Möglichkeit ebenfalls semantisch anreichern werden, auf Hilfe derselben Prinzipien, die wir eben gesehen haben. Und Sie sehen es aber auch in dieser ersten Säule, der Korpus wird dramatisch wachsen. Wir sind sehr froh, dass wir Partner gefunden haben in all den aufgelisteten Ländern hier. Das Ganze wird also auch aus historischer Perspektive und aus Quellenperspektive nochmal sehr, sehr viel spannender in den kommenden Jahren. Eine Herausforderung, vor der wir stehen, und die größte, ist tatsächlich die sinnvolle Verlinkung von Quellen über unterschiedliche Modalitäten. Es gibt ein paar Erfahrungswerte, wie man das anstellen kann, insbesondere aus den Niederlanden im Rahmen der Arbeiten an der Media Suite. Aber tatsächlich, es gibt noch sehr viele weiße Flecken auf der Landkarte, wie das erfolgreich funktionieren kann. Wie können wir also diese Radioquellen sinnvoll verlinken mit Zeitungsquellen? Wir werden das versuchen, mit Hilfe von diesen Dense Vector Representations. Mit dem Anspruch, tatsächlich nicht nur über Medien hinweg sinnvoll zu verlinken, sondern auch über Sprachen. Wir haben die ersten Ergebnisse, die ersten Experimente gesehen im Frühjahr von den Kollegen aus Zürich wiederum. Es sieht vielversprechend aus, mehr kann ich aber noch dazu nicht sagen. Also die ersten Proofs of Concepts deuten an, dass das wirklich spannend werden könnte. Ein weiterer wesentlicher Aspekt, oder zwei weitere, die ich noch hervorheben möchte, ist, dass wir zum einen die Impresso Web App, die wir eben in der Demo ganz kurz gesehen haben, anpassen, aktualisieren werden, um eben auch diese Radioinhalte aufnehmen zu können, um diesen explorativen Forschungsansatz zu unterstützen.
Wir werden aber parallel, und das wird im Oktober passieren, das Impresso Data Lab vorstellen, was nichts anderes ist als die Öffnung der API, um der Forschungscommunity Zugriff auf die auf die Quellendaten und die Anreicherungen geben zu können. Das mit einem großen Sternchen am Satzende, weil Copyright und andere rechtliche Begrenzungen hier natürlich extrem wichtig sind und von uns auch respektiert werden. Aber wir sind jetzt wirklich dabei, im Rahmen des Möglichen, was irgendwie noch machbar ist, genau dieses anzubieten. Ein zweiter wichtiger Punkt, Sie sehen es hier an der rechten Säule, ist die Integration von externen Dokumenten. Hier also die Idee, dass wir beispielsweise Zeitungsbestände, die jemand hat, in Verbindung setzen wollen mit dem Impressokorpus, beispielsweise auf Basis von Topics oder von Named Entities. Wiederum aus rechtlichen Gründen können wir den Korpus nicht beliebig erweitern. Aber das ist, wie wir finden, eine ganz spannende Möglichkeit, wirklich nochmal eine zweite Ebene der Quellenvernetzung einzuführen und damit zu experimentieren, was passiert eigentlich, wenn ich meine möglicherweise raubkopierte Pilotenzeitschrift aus den 80er Jahren in Bezug setze zu einem anderen Zeitungskorpus. Und ganz unten rechts, aber ganz unten rechts sehen diese Community of Historians. Dazu möchte ich Sie alle sehr herzlich einladen. Wir werden in den kommenden Monaten und Jahren regelmäßig Veranstaltungen machen, auch auf Konferenzen präsent sein. Wiederum mit dem großen und explizit formulierten Ziel, im Austausch mit der Community diese Interfaces weiterzuentwickeln und eben nicht nur unser eigenes Süppchen zu kochen. Aber wenn Sie das halbwegs interessiert, sind wir sehr gespannt von Ihnen. Kritik, Lob natürlich auch, aber Kritik ist immer hilfreicher zu hören, was wir machen sollten, wie wir es machen sollten und was wir noch machen könnten. Ganz kurz die Liste der Partnerinstitutionen. Wir haben es geschafft, aus fast allen Ländern jeweils einen Radio- und einen Zeitungspartner zu gewinnen. Es geht manchmal leichter, manchmal schwerer, aber das ist tatsächlich in der Natur der Dinge hier. Wiederum, wir brauchen ein interdisziplinäres Team. Sie sehen, das Team ist gewachsen, worüber wir sehr froh sind. Wir haben NLP, Design und Geschichtswissenschaften darin. Ich habe schon kurz gesprochen über die Radioquellen. Was jetzt passiert, ich springe einfach eins weiter, sind dieselben Herausforderungen auf eine Art und Weise, aber auch durchaus sehr andere. Die Datenquellen, mit denen wir jetzt zu tun haben, sind sehr viel spärlicher. Es gibt systematisches Archivieren von Radioquellen, mal so, aber so ungefähr ab den 1980er Jahren. Davor sind es wirklich beispielhafte Aufnahmen, die aufbewahrt wurden mit dem Zweck der journalistischen Nachnutzung. Aber wir haben es, wie gesagt, mit sehr unterschiedlichen Medienformen auch hier zu tun und müssen natürlich immer berücksichtigen, wie wir mit Sprache umgehen wollen und sind jetzt tatsächlich im Projekt daran, zu überlegen, auch aus historischer Perspektive, welche Verlinkungsebenen sind denn eigentlich tatsächlich interessant und relevant mit Blick auf die verfügbaren Daten und Metadaten. Jetzt springen wir ein bisschen zurück in die Zeit zwischen den beiden Impresso-Projekten. Das ist ein wunderbares Ergebnis einer Masterarbeit an der EPFL, die ein Modell trainiert hat, um Presseagenturen in der historischen Presse zu identifizieren. All das war inspiriert durch einen Workshop, den wir hier in Luxemburg hatten, wo diese Idee einfach aufkam. Und wir waren dann in der Lage, wirklich diese sehr gute Studentin Lea Marxen dafür zu begeistern, die das auch exzellent getan hat. Und in naher Zukunft wird eben genau das passieren, was wir auf diesem Screenshot sehen, dass sie nämlich einen zusätzlichen Filter haben werden für Reuters, dpa, AFP und AWAS und wie sie alle heißen in dem 20. Jahrhundert. Aus Zeitgründen gehe ich ein bisschen schneller, aber wir sehen tatsächlich die Verteilung von Presseagenturen im journalistischen Korpus über Zeit. Wir sehen beispielsweise den Impact der deutschen Besatzung in Luxemburg hier sehr dramatisch, was natürlich auch bedeutet, dass keine ausländischen Presseagenturen in der gleichgeschalteten Presse mehr austauchen. Und ich komme zum Ausblick auf das, was im Oktober passieren wird. Noch ein paar Worte zum bald kommenden Impresso Data Lab.
Wie gesagt, die API wird nach Möglichkeit geöffnet werden. Dazu wird es eine eigene Python-Library geben, um mit der API interagieren zu können. Und wir arbeiten parallel. Hier sehen Sie ein Mockup einer grafischen Oberfläche für dieses Data Lab auch, was zum einen einen Überblick gibt über gewisse Templates, die bestimmte Aufgaben mit übernehmen können, wie beispielsweise so etwas geografische visualisieren, die aber auch Lehrmaterialien beinhalten werden. Und wir haben die Möglichkeit, bestehende Modelle, die innerhalb des Impresso-Projekts generiert wurden, nachzunutzen, hier beispielsweise über Hugging Face. Das heißt, wenn Sie wiederum Ihren eigenen Zeitungskorpus haben und es Sie auch interessiert, welche Presseagenturen darin auftauchen, werden Sie sehr bald in der Lage sein, Ihre eigenen Quellen darauf laufen zu lassen und unsere Modelle dieser Art und Weise nachzunutzen. Damit bin ich am Ende. Danke mich sehr für die Aufmerksamkeit und bin bereit für Fragen.